3, 2, 1, let's go. Also eigentlich alles so wie gehabt, wie auch im gestrigen Run. Aber, großes Aber, neue Strategie für Gigantus, auch schon ausprobiert gestern. Nicht auf dem Speedrun-Charakter, sondern auf meinem Main-Charakter. Aber, nichtsdestotrotz, das hat nur 8 Minuten gedauert. Das heißt, Gigantus, Time-Save von 22 Minuten oder so. Zweiten Drachen nicht holen, Time-Save 20 Minuten. Wieso behält der Bogenschütze? Was ist? Wieso? Ich bin auf meinem Account. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Neues Spiel. So. 3, 2, 1, go. Gigantus neues Strat wird wahrscheinlich so um die eine halbe Stunde einsparen. Den zweiten Drachen nicht machen müssen, weil in Hava ein Drachensplitter ist. Spart auch nochmal, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten. Overall mit Kriegsmeister und so. Spart bestimmt auch nochmal Zeit. Also wir kommen an die 2-Stunden-Marke sehr nah ran, denke ich. Sehr nah. I thought I recognized you. Am Anfang natürlich Bogenschützen. Drei Vasallen am Bett. Ich werde alle Vasallen auf Bogenschützen machen. Dieb auf meinem Vasallen hat auch nicht mehr so viel Sinn. Ich könnte überlegen, ob ich auf Magier gehe, um mich zu verzaubern, aber ich werde so wenig kämpfen. Tatsächlich am Ende. Also Backbartal, da ist sowieso egal. Und dann war es auch schon wieder. Die einzige Zeit, wo ich kämpfe, ist ganz am Anfang, um ein paar Level zu machen. Wobei man sich das fast ausschenken kann. Also der Weg nach Wernwoth und dann die dreimal die Soldaten da befreien. Have, den Have-Tunnel, den Have-Höhle, aber ansonsten wo ich fast gar nicht kämpfen. Deswegen kann ich es mir fast schenken. Darauf zu achten. Ich habe ein paar neue Timesplits gemacht, damit man da einen besseren Überblick hat. Und ja, heute mal so ein Fehlerloser. Vielleicht auch mal den ersten Drachen bei First Try wegklatschen. Das wäre so gut. Und nochmal fehlerfrei, das Ganze. Vielleicht auch mal ohne Tod. Vielleicht auch mal ohne Tod, das wäre es auch. Naja. Sprint, sprint, sprint. Sprint, sprint, sprint. Fundamentals
Ja, für die Medusa habe ich tatsächlich keine schnellere Strategie als einfach Viereck zu spammen. Und hoffen, dass ich treffe. Und die sehe ich nicht so viel bewegt. Und vielleicht die Kollegen ein bisschen mit draufballern. Das ist meine Strategie. Let us flee. Flee! Renne um dein Leben. Was eigentlich, wenn man das nicht macht? Flieg und Sieg. Valerio, mein Bester. Vielen, vielen Dank für den zweiten. Und guten Morgen an dich. Und einen schönen Sonntag. Ich hoffe, dir geht's gut. Vielen, vielen Dank für den Support. Für den Support Rino. Was it you then? It is a wonder you sur- Zoe, let's go. Ich habe beim Lager einen neuen Split, um zu gucken, wie schnell ich hier am Anfang diese Goblins gekillt bekomme. Das war scheiße. Und hat gekostet. So, das war glaube ich nicht so gut gespielt, aber ey, ich bin auch nur ein Mensch, ne? Sehr schön. Jetzt meinen Vasallen holen und noch zwei Bogenschützen. Damit ich den Weg nach Bernwoth schön schnell habe. Ich nehme nur Bogenschützen, scheiß drauf. Ich switch dann die Klasse irgendwo. Wenn ich den zum Kriegsmeister switche, switche ich meinen Vasallen zum Magier oder sowas. Ist dann eh egal. Ich hole auf jeden Fall die 120 Riftsteine. Und den werde ich heute auskippen. Wenn ich's, wenn es geht. Also den Lachlan. Den Lachlan. Den werde ich heute versuchen zu skippen. So, zwei Bogenschützen würde ich nehmen. Ich würde aber auch einen Magier nehmen. Bogenschützen, Magier. Da war schon was. Bogenschützen. Und ich nehme noch einen Bogenschützen. Wir versuchen heute mal viermal Bogenschützen. Vier Bogenschützen. Das könnte witzig werden. Vielleicht ist das krass. Ich weiß noch nicht. Hi there. My pa always you. I. You should stop by the inn and me. We must rest. Though the. A splendid accomplishment. You have honed your talents to new heights. One can but strive to improve. Heyo. Okay, man kann nicht an ihm vorbeispringen. Lachlan. Hi. Hi. Accardo. What? This is the first time it's say. Komme ich nicht an ihm vorbei? Das kostet. Ey, jetzt kostet jetzt nicht so viel, aber ist halt schon eine nervige Sache. Oh, da war einer. Habe ich ja ganz vergessen, dass da schon welche stehen.
A4 Bogenschützen, das kann gerade gegen die Fluggegner richtig gut werden. Das ist schlecht. Ich greife nur ein paar an, um ein bisschen Erfahrung zu bekommen. Im Vorbeilaufen. Ey, dass der mich getroffen hat, ist doch schon wieder so bodenlos. Normalerweise gehen die nur auf diesen einen Typen. Das war auch schon wieder sehr unlucky. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. So. Schnell am Elbe rein. Cutscene. Und dann der lange Weg nach Wernwood. That reminds me. Now that I think on it, none in our pub. So this is Melv. Melv. Kurz gegen Drachen kämpfen. Hier wollte ich eigentlich auch mal ausprobieren, was passiert, wenn ich sterben würde. Dass es vielleicht schneller ist? Naja. Ich greife an. Richtig schöner Fußsoldat. Ich weiß auch nicht, wieso ich ein Fußsoldat bin. Aber wird schon. My Crusher, moin moin. Immer wieder dieses Überspringen. Think this is the second time I've watched it. You do not remember. You withstood the I had thought your life all for risen. Man könnte auch überlegen, ob vielleicht die andere Choice weniger Text ist. I don't know. Ah, the ruler of Vermin. If you claim the same, I dispatched a missive. Would you be willing to accompany? Oh, but I would not come to think of. Mayhap now would be. Up to Leonard. We may benefit from pursuing the information. So schlecht. Well, she told me all about. I'm in your debt. Now tell me. Perhaps you already know. Well, now go on. Twill. If there is aught you wish to know, very well. But I shan't take up. So this is where you. Und Abfahrt, ab nach Wernwood. Wernwood. Wird ein Assi-Weg. Ja, Abfahrt. Let's go. Let's go. Nur Bogenschützen ist so gut, weil die müssen nicht hinlaufen, ne? Die können direkt schießen von hinten. Ich glaube, da habe ich eine neue Strat, die richtig gut ist. Mal wie schnell wir jetzt hier durchgekommen sind, wenn alle draufballern. Wie schnell.
Wie schnell mit nur Bogenschützen. Gefällt mir. Nur Bogenschützen. Ich habe es gestern in Run schon gesagt, nur Bogenschützen, das ist es. Ich weiß nicht wieso, aber der Gregor ist schon wieder da hinten. Wieso ist er da hinten? Wo chillt der? Wieso chillt der da? Beeil dich! Auf den warten, das ist immer so ein bisschen die Hürde hier. Der wird gleich bestimmt auch wieder in die Ruine rennen. Aber ich sag euch, hier mit dem Bogenschützen spare ich so viel Zeit, glaube ich. Fühlt sich auf jeden Fall sehr schnell an. Es fühlt sich auf jeden Fall übel schnell an. Hold here a moment. Who's that you've brought with? An arisen. An arisen? 'Tis uncertain. What? I'm well aware of if the claim is full. All's been arranged. Lass uns durch das Tor gehen, so. Ach ja, die Strategie nach Bagbatal ist ja auch neu. Mit Biestra-Maske sofort ausziehen und in Kerker geschmissen zu werden. Da bin ich heute auch sehr gespannt. Wenn das den ganzen Weg nach Bagbatal gibt, dann wäre das huge, 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 huge. Das wäre richtig krass. Das ist nämlich so ein Zeitfresser gewesen auch. Ah, wieso sind die denn alle fair? Kommt mal her. Ich muss sehr leicht sein. Wenn ich schön rennen kann. Manchmal kommt hier eine Cutscene, manchmal nicht. Ist auch manchmal komisch. Gucken, dass er auf jeden Fall mitkommt. Ah, er kommt mit, sehr gut. Scheiße. Scheiße, er war kacke. Die scheiß Box getroffen anstatt den Gegner. Ach man, ich spiele aber auch echt kacke gerade. Wurde ja schon dreimal getroffen, das war echt schlecht. Weiter geht's, Gregor, komm. Gib Gummi. Ja, am besten direkt proaktiv auf die drauf gehen, weil der Gregor sowieso immer in diese Ruine hier rennt wie ein Irrer. Aber vielleicht jetzt, weil ich die Harpien direkt besiegt habe, nicht mehr. Mit Glück. Sieht gut aus, sieht gut aus. Wenn er nicht in die Ruine geht, Timeskip. Timesave. Ich sag mal Timeskip. Timesave. Und diese Ruine hier rennt er normalerweise immer rein. Mal gucken, ob er jetzt auch reinrennt. Ich meine, ich kann ihn jetzt auch packen und nehmen und wegrennen. Kommt er? Rennt er? Ja, er scheißt die Gegner. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Das heißt, jetzt kommt schon der Oger. Ah, sehr gut, Leute. Nur Bogenschützen. Direkt auf die Harpien gegangen.
Das ist alles Timesaves. Wenn ich gleich noch im Melve den Drachen First Try mache, dann wird das ein richtig guter Run. Scheiße. Let me get that. What's this? I, the Cyclops. To think we'd encounter one here of all places. So, jetzt ist er schon am Wackeln. Und jetzt fällt er um. Und dann können wir schön auf den Kopf gehen. So kriegen meine Vasallen zwar Schaden, juckt mich aber. Lol, er ist nicht umgefallen. Okay, das ist schlecht. Drauf. Hat nicht mehr viel. Geht doch schnell. Oha. Vasallen fast down. Nicht mehr viel. Schön. Schön. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Give it to one of your free to make. Of course, if you'd rather. Hier packe ich den, weil der hat hier manchmal echt Probleme entlang zu kommen. Und bevor der hier rumglitscht, ups, nehme ich den direkt lieber. Und bringe den hier vorne zum Karren. Ah, here's the car. Very well. I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. So, ein Kampf. Ich weiß gar nicht, ob der Kampf hier immer kommt. Wäre eigentlich ganz witzig, wenn der Kampf mal nicht kommen würde. Gut, nicht getroffen. Wieder nicht getroffen. Wohin schießt du denn? So. Schön. Victory. Let's go. Ab nach Wernrot. Steigt genau auf den Ochsenkarren. Na klar. Abfahrt. Sehr schön. Bam. Nochmal 2 Minuten gespart. Ich sag ja, das war super. Das war ein super Weg nach Bernrot. Das war fast perfekt gespielt. Ich wurde 2-3 Mal getroffen, das war ein bisschen ass, aber sonst war das richtig gut gespielt. Das war richtig gut. I beg your forgiveness. If the Queen Regent, I had no choice but to treat you as a. Then you have truly you. Some days pass. The people rejoice. Yet, no. Jetzt darf ich keine Fehlerchen machen. This thus, following that. However, I shall devise some plans. Dinas Plan, Melve Drache. Boah, ich hab so Schiss vor diesem fucking Drachen, ey. Ich will den nicht schon wieder verkacken. Also, da ich den nicht First Try mache, okay, aber ich will den auf gar keinen Fall komplett verkacken. You there! Did you see her? Many thanks. I'll catch. You're a kind. In fact. Haha! Haha! S
Sir Accardo is in need of our aid. Ich gehe auf die Parkbank, weil Quatschen mit der Tavernenfrau dauert länger. Your Majesty, 'tis not a matter for pride. As I am should be, Sir Dinner, yet if we are to prove it was delayed, so the central players and none would be only select members. If your Majesty is to be counted among the citizen, what say you? I thank you. The first is Trevor, next is Halfville. Finally, there is much we ought to attend to. You will need to info. I have attempted to do what that I could under. What say you? Dinas Plan mache ich jetzt und die Soldaten mache ich damit mystische Klinger. Läuft doch. Läuft doch. Wenn ich die noch skippen könnte, ich weiß nur ein paar Sekunden, aber nervt jedes Mal. Bringt mich voll aus dem Tritt. I cannot permit you to enter the masquerade hall in your current raiment. It is ill suited to the occasion. I'm near time. Ich könnte die Lumpen eigentlich dann direkt auch wegschmeißen, wenn ich schon mal im Menü bin. Naja. So, Dinas Saal, ja, ja. Ich muss auf jeden Fall jetzt, heute verlaufe ich mich nicht hier in dem Schloss. Ich habe mich jetzt zweimal hier verlaufen. Jetzt, heute weiß ich Bescheid, wo ich hin muss, glaube ich. Beim ersten Mal hier rein. Und beim zweiten Mal hinten um die Ecke. Could mother have had a Regent Kinsven? Me? Then start searching, you fool. This room turned up. I'll head out first and speak. Ab zu Brand und dann Melve. Good to be reunited. So, Loose-Skip machen. Weiß nicht, ob ich den erfunden habe, aber ich bin einfach so frech und nenne ihn nach mir. Zack, geschafft. So ist das der Loose-Skip. There is much we ought to attend to. How fared your mission? Was there all this scrap? This alone can prove little. To think, 'tis a surprise. If Regent King, you have done well. What could the Queen Regent be plotting? I'm not sure what we're dealing with. Jetzt Drache, Leute. Jetzt heißt Daumen drücken. Danke für den Follow. Jetzt heißt Daumen drücken, Leute. Oh, ich kann übrigens hier abklatschen. Abdingsten. Oxcarts make for relatively safer travel. All I ask is that you hit my thank. I've been holding off only trouble. Ich weiß gar nicht, ob ich die Mission hier von ihm brauche, aber es sind halt umsonst Gold und Erfahrung. Deswegen nehme ich den mit. Für ein paar Sekunden. Das ist ja nicht mal eine Minute. Mit dem Quatschen und dann mit Leonard sprechen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. So. Bitte keine... Ich muss speichern. Falls ein Boss kommt, sage ich euch ganz ehrlich, gehe ich hier raus. Falls ein Boss da ist, ich hoffe, das geht, dann...
Also ich besiege den Boss nicht. Das ist so ein Time-Waste. Gegner okay, aber bitte kein Boss. Kein Boss. Keine Gegner, kein gar nichts. Sehr schön. Zoe. Zoe. Den muss ich besiegen. Lymphumkristalle, wilde Furie und Todbringer. Da hängt so viel dran an dem Drachen. Der muss gekillt werden. Wo liegt der Weltrekord, weiß ich nicht. Habe ich in die falsche Richtung gezogen? Nee, oder? Nee, habe ich nicht. Habe ich in die falsche Richtung? Habe ich in die falsche Richtung? Oh Mann, ich bin aber auch echt... Oh Mann, bin ich ein Hänger. Ich habe in die falsche Richtung gedrückt. Ah, Learning, Leute. Wäre auch sonst so einfach, ne? Oh Junge, der ist da vorne. Da habe ich den aber auch nie bekämpft. Der ist normalerweise immer hinter der Mauer. Ja, hilft nichts. Ich muss... Am besten wäre natürlich, wenn ich den Kopf treffen würde. Voll getroffen. Wenn er hochfliegt und ich ihn da nicht treffe, dann muss ich sofort reinhauen. Er hat getroffen, sehr schön. So, jetzt ist er down. Jetzt noch ein Schuss. Ein voll aufgeladen am besten. Ja, schön. Schön. Digga, das ist gut. Das ist richtig gut. Ihr versteht nicht, wie gut das ist. Das ist wichtig. Das war jetzt ein Timesave von 30 Minuten oder so. Der gibt nur 10 Kristalle. Hey, scheiße. Der gibt nur 10, keine 15, Leute. Der gibt nur 10. Der gibt nur 10. Kannst du mich in Ruhe lassen, bitte? Der gibt nur 10, Leute. Was machen wir jetzt? Damit habe ich nicht genug. Das heißt doch, den zweiten Drachen killen. Der gibt nur 10, also ist der zweite Drache, weiß nicht, ob er wichtiger ist, aber auch wichtig. Fünf Kristalle fehlen im Prinzip. Fünf. Wo kriege ich denn nochmal 5 Drachenkristalle her? Lymphumkristalle. Außer einen Drachen zu besiegen. Vielleicht macht es Sinn, sofort die Klasse im Melbe zu wechseln. Ganz schön starke Gegner. Und viele Gegner, kann das sein?
Wieso ist der da vorne? Normale Gegner ist mir eigentlich egal. Schlimm wären nur Bossgegner, die den Karren kaputt machen. Oder überhaupt übel lange dauern. Alter, die dauern ja ewig. Das stelle ich ja jetzt erst. Das war's. Moin, brutal, brutal, wir haben ein Problem. Der Lindwurm, der Drache in Melve gibt nur 10 Lindwurmkristalle, mir fehlen 5. Kannst du mal gerade auf der Map gucken, ob ich irgendwo einen Spot gibt, der 5 Kristalle gibt? Gibt's irgendwo einen Spot, der 5 Kristalle gibt, ohne einen Drachen zu besiegen? 5k, das lohnt sich auf jeden Fall. Das sollten wir doch hinkriegen, oder? Greed here, we conduct all manner of procedures, but forgive me, you see, and we cannot simply so regrettably. Let me see. What else can I? Wo ist schon wieder mein Helferlein? Hallo? Kannst du bitte herkommen? Ach, die sind wieder am Arsch der Welt. Alter, was ist mit meinem Vasall? Das ist doch immer ekelhaft. Ich sag tausendmal, komm her, und er kommt nicht. Well met, sir. Here we conduct all manner of procedures pertaining to. Weißt du was? Ich wechsle hier die Laufbahn auf Magier. Locations. Always a pleasure. A mission. Neue Vasallen, weil jetzt geht's zum Kämpfen. Da kann ich ruhig mal ein paar Level höhere Vasallen nehmen. Das kostet zwar hier alles Zeit, das lohnt sich aber dann letztendlich. Hoffe ich. Erzmagier, krass. Falls der gut ist. Wo ist denn mein anderer? Der hier, ne? Ach, ich muss den gar nicht wegschicken. Ich kann ihn einfach austauschen, ne? Scheiße, ich brauche noch mehr Lindwurmkristalle. Ah, wo kriege ich die? Wo kriege ich die her? Scheiße, wir müssen zwei Sachen noch: Zielkristall und den Reisestein holen. Das muss ich direkt machen, wenn ich das erste Mal da bin. Das ist so dumm, dass ich das so schlecht spiele, wirklich.
Gibt nur die beim Schmied. Kacke. Das heißt, ich muss einen Drachen besiegen. Das heißt, der zweite Drache ist so oder so... Das heißt, ich muss ihn so oder so machen. Das ist... Hä? Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important personage, perchance? Indeed. Some suppose there is more to her relationship with this... Was ist das denn? Da stirbt... Oh Mann, das ist echt... Oh mein Gott. 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 Kacke, Alter. Oh, das ist ja witzig. Whether a harpy assault unaided, shall we hasten to Sir Ricardo's rescue? A person of import, I take it. Very well. I will lead the way. A guide is most welcome. Now, well, met. You will soon forget the fatigue of a long. There are worse things. Mann, war das scheiße. Mann, war das scheiße gespielt, ey. Darf ich hier runterspringen? Ja, darf ich, danke. Okay. Naja. Might as well take a look while you're here, eh? Many thanks. It is most exhilarating to hand over such a sum. We've a journey to prepare for, after all. We can't afford to cut corners. Schön, wie da vorne direkt der Greif auf mich wartet. Den dodgen wir aber mal sowas von. They can be most convenient, though they only travel during the day. Am besten wäre, wenn ich auf dem Weg jetzt zu den ersten Soldaten direkt Laufbahnstufe 3 schaffe, dann hätte ich nämlich direkt den Schild. Das wäre echt gut. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ja, wieso gibt der eine Lindwurm nur 10 anstatt 15? Das ist echt nervig. Methinks there are rare materials to be found hereabouts. I enjoy tackling fierce. Tja. Ich habe auch gerade keine Idee, wie ich das mit den Lindwurmkristallen machen soll. Sebe, mein Jutsa, vielen Dank für 15. Danke für 15 Monate, mein Bester. Oh, moin, moin. Ey, scheiße, wie machen wir das mit den Kristallmännern? Ich brauche da Input. Ich will den zweiten Drachen nicht besiegen müssen. Das ist möglich, klar. Und ich habe es jetzt auch zweimal irgendwie mit Luck geschafft, aber geil ist das nicht. Also vielleicht kann ich es heute mal mit dem Ogre versuchen. Ich weiß, es gibt auch übel viel Erfahrung. Und wenn ich den mit den beiden Balliste easy peasy mal eben abballern kann, ist es eigentlich auch eine gute Sache, aber wenn nicht, habe ich ein Problem halt, ne? Wenn nicht, habe ich halt ein Problem. Nee, also unter 2 Stunden, das wäre, ist schon richtig, richtig krass.
Unter 2 Stunden wäre schon richtig krass. Look there. Methinks I spy aught of use. Let us ponder how best to proceed. What is that? A tower? Nay, a statue? From this distance. Ich glaube, ich müsste auch viel weniger kämpfen noch. Ich müsste noch viel weniger kämpfen. Der Bug-Bartal-Skip, der wird auch heftig gut. Protect the shipment! Steal yourself! Cut the things down! Don't let them touch the shipment! See, how did this happen? We must defend the cargo! Also der Todesbringer ist ja so viel stärker. Junge, Junge, ist der stärker. Ist hier noch ein Gegner? Da. Der Todesbringer ist so viel stärker. Junge, Junge, Junge. Level 2, gut. Ja, du bist happy? Gut, dann bin ich's auch. Scheiße! Der hat die Kiste nicht mal gespeichert, sondern davor gespeichert. Oh Mann, ey. Ja, es sind halt wieder ein paar Sekunden, die ich verliere, aber das ist alles Learning. Dieser eine Tod hat jetzt bestimmt 3 Minuten gekostet, ist ja dumm. Das ist ja dumm. Bitte tu mir das nicht an und geh da hoch! It's not an item to be squandered. Ich bin leider nicht Level 3 und das Schild gibt's jetzt auch 3, ne? We ought to put it here, we conduct all manner of. Das bringt mir alles gar nichts. Schade. Ah, ich brauche echt Level 3, schade. Level 3 wäre nochmal ein heftiger Boost jetzt, aber ich schaff's auch ohne Level 3, egal. Das geht schon, das geht schon. Aber was mit den Vasallen da irgendwie heute los ist, die sind irgendwie so weit immer weg. Auf meinem Hauptaccount sind die immer direkt an meiner Seite. Die sind irgendwie, bleiben die immer hängen irgendwie. Keine Ahnung, die sind heute irgendwie nicht so auf Zack. Die sind heute nicht so auf Zack, sag ich euch. Die sind heute nicht so auf Zack, wo ich lang. Der Kampf so schnell, aber zumindest weiß ich, dass ich auf die Challenge bin. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Krank, dass das überhaupt möglich ist mit dem neuen Charakter. Ja, ja. Vor allen Dingen habe ich da am Anfang echt gedacht, dass das überhaupt gar... Oh mein Gott! Habe ich jetzt verkackt? I cannot hold your powers. It's a bit early to thank me. We haven't yet come out.
Okay, das war super. Ich muss doch trotzdem mal Level 3 erreichen. Wenn ich Level 3 habe, ist alles gut, aber Level 3 muss ich halt erreichen, bevor ich jetzt falsch laufe. Guck ich mal kurz. Ja, alles gut. Shall we hasten to Sir Ricardo's rescue? Fret not, Master. I know precisely where this person can be found. Scheiße. Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. Also wenn er mir so vor die Flinte läuft, dann kill ich ja mal, ne? Ab in die Trevomine. Und dort muss ich gar nichts erreichen, ich muss einfach nur alle Gegner killen. Einmal geradeaus und alle Gegner killen. Das habe ich erst begriffen die letzten Tage. Und dann nach Harve, Zielkristall aktivieren und wieder raus. Und Todesbringer ist so stark, ey. Na klar kommt ein Hund mit rein. Na klar. Kommt hier bitte. Guck mal, wie die da immer rumgammeln. Also irgendwie, die Vasallen sind heute nicht so geil. Die sind heute nicht so geil drauf wie sonst. Die sind heute nicht so geil drauf. Ich habe wilde Furie nicht ausgerüstet. Bin ich blöd? Wieso rüste ich denn nicht wilde Furie aus? Also, ich bin... Okay, es ist wieder echt viel Verbesserungspotenzial. Was spiele ich hier wieder für eine Kacke? Ich krieg wilde Furie und spiele die nicht. Bin ich so abgehoben? Okay. Da oben ist noch ein Gegner. Sehr schön. Level up. Wo kommt er denn her, Lul? That's quite a large boulder, but me thinks 'twill budge. Moin Flocko. Would anyone care to push? Ich kack ab, ey. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. So, letzter Raum. Na klar. Na klar. Schön. Ey, der Erzmagier, ich sag es euch, der ist gut. Der Erzmagier ist gut. Kurz heilen. Hat der denn da oben schon... Der Erzmagier ist gut. Also der ist nicht nur gut, der ist zu stark gefühlt. Können die Kollegen mal zu mir kommen, bitte? Der ist ja komplett on crack hier, der Typ. Ist jetzt eigentlich so gut wie alle haben, oder nicht? Unten ist noch einer. Let
my magic into your weapon with the fury of the elements. Tja, keine Ahnung wo. Oh, da unten. Sehr gut. War das der letzte? War der letzte, glaube ich, oder? Ja, Treomene Kobold befreit. Sehr gut. Weg zurück. Jetzt nur noch Harve. Das ging auch. Und Level 3. Sehr schön. Das ging sehr viel besser als gestern. Sehr gut. Guck mal, er chillt einfach die ganze... Oder ist er geportet? Ich weiß nicht, aber... Die Vasallen sind heute echt komisch. Er wollte schnell zu seiner Wolfsfamilie. Wir sind noch nicht mal bei einer Stunde. Und läuft sehr gut, finde ich. Aber mit dem zweiten Drachen, ich bin da echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Da bin ich ehrlich ein bisschen enttäuscht, dass ich ihn doch killen muss. Und wenn ich ihn killen muss... Ja, ich muss aber von links rein, ich kann nicht von rechts rein, aufs alte Schlachtfeld. Ich weiß, ich muss ja eh aufs alte Schlachtfeld. So gesehen ist das jetzt nicht der ultra Umweg, wenn ich den schnell weggekillt bekomme. Aber auch nur, wenn ich den schnell weggekillt bekomme. Vorne ist wieder der Greif. Ach, ich kacke ab. Wenn nicht, dann ist es so oder so... war ein Problem. Ich hatte so gehofft, dass der erste Drache... Ich überlege gerade, ob ich vielleicht die Medusa eher kille als den Drachen. Und mit der Medusa... Ach du Scheiße. Und mit dem Medusa-Kopf den Drachen kill, aber... Ob das Zeit spart? Ich muss ja dann noch hin und her. Nee. Alles nicht so geil, bin ich early. Ich könnte doch mit einem Pfeil abschießen. Ich könnte ihn auch mit einem Pfeil abschießen. Das wäre natürlich super easy. Und mal versuchen, ganz am Ende gegen den Drachen mit Lazarussteinen mich zu healen und den zu besiegen. Aber... One can see far to the distance from here. I'd gladly cast aside my weapon and laze about here, if the Arisen would permit it. I quite agree. Ja, das. Ich habe gerade keine Idee. Ich werde den zweiten Drachen einfach mit den Ballisten versuchen zu killen. Und vielleicht klappt das, oder vielleicht auch nicht. A small force. I'll not stop you if you wish to. If you're in. I can scarcely see a thing in this murk.
Ja, und hier könnte ich halt den Schild gebrauchen. There's a haze over my eyes. Can anyone hear me? We need help. I don't want to fall here. Und wilde Furie, das habe ich wieder richtig kacke gespielt, muss ich auch einfach mal sagen. Das habe ich scheiße gespielt. Und wo meine Vasallen sind, das weiß auch schon wieder niemand. Moin, Skobbel. Ah ja, geht mal rauf. Zoe. All I can do for you? You're not. Forgive me. Would you aid me in That's that then. Und den einmal zurückbringen. Ich weiß, dass da jetzt immer welche kommen. Die sind da. Die spawnen, sobald man hier hingeht. Natürlich. Kann ich ausweichen, ne? Ich komme hier nicht weg. Du hast keine Chance. Weg, ey. Den Schild. Ich brauche den Schild. Da muss ich mich echt drum kümmern, da ich hier den Schild bekomme. Scheiße, geh weg. We prevailed by the skin of our teeth. What fails to destroy us only enhances our chances against Potter, danke für den Follow. So, den Rest musst du selber laufen. Läuft der auch? Übel lahm. Humpelt der oder so? Tragen es doch schneller. Ich habe gedacht, vielleicht läuft der selber schneller, aber tragen ist schneller. Lol, wieso habe ich gerade keine Ausdauer verbraucht? Keine Ahnung, aber geil. Das war aber auch schon wieder alles knapper, als es sein sollte, ne? Moin, Joe. Hey, Joe und Skoppel, die sprechen sich auch immer ab. Look, Master, a treasure chest. A treasure chest.
Na, ja, wenigstens ein paar Minuten gespart, aber geil war das nicht, sage ich euch ehrlich. Das war alles nicht so geil. Das war alles nicht so geil. You went in the... I underestimated. You've done well this day. Alles nicht so geil. We've made it then. What's our first order of business, Arisen? Das erste, was wir machen, ist das Schild ausrüsten. Und nicht mehr die Sachen hier vor dem Ding ablagen. Do come again. Oh, there's something written here. Shall we take a closer look? Greetings, you. There is much we ought to tend to. If we are to, you've done a fine job. The number of those, should you continue, and here it slips. We have achieved our. There is much we ought to tend to. I bear word from a minister from the Painty. That alone is rude. The Regent Kin, he bids you to use this. I shall ensure that the door. There is much we ought to tend to. While examining for some time now, what's more, this cannot be mere. Yet tis strange. I dare say, tis a frail hope to be certain. I am glad to hear it. Mist, ist jetzt schon Nacht? Ich weiß gerade nicht. Ich setze mich oben noch auf der Bank. Oben ist eine Bank. Mittags um eins. Ey, das passt doch perfekt. Dann, wenn ich den Stream starte, bist du am Start. Ich hab vergessen zu pennen. Ich hasse mich. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon als Nacht gilt, aber ich penne lieber nochmal eine Runde, bevor ich es verkacke. Ich hab auch vergessen zu drücken. You follow me. Ich bin so gespannt, ob der Skip nach Bagpartal wirklich funktioniert, ne? Ich bin echt gespannt, ob das wirklich funktioniert. Den Drachen auf dem Schlachtfeld werde ich übrigens auch erst besiegen oder bekämpfen, wenn ich dann den unheilvollen Pfeil habe, aus bestimmten Gründen. Nicht, dass euch wundert, da ich gleich an Ruhestadt am Drachen vorbeilaufe. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Reisestein. Ich muss mir im Bagpartal auf jeden Fall noch einen Reisestein kaufen. Darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Auf gar keinen Fall darf ich das vergessen. Bagpartal Reisestein. Wenn ich den vergesse, habe ich ein richtiges Problem. Well, well, yours isn't a face. Ab jetzt ist es nicht mehr viel. Aber den zweiten Drachen, da muss es wirklich eine bessere Möglichkeit geben. Da muss ich mich auch nochmal offstream mit befassen. Ich bin davon überzeugt, dass es eine bessere Möglichkeit gibt, noch 5 Lindwurmkristalle irgendwo aufzutreiben.
Ich muss mir mal die Map angucken und über... Joe, das kannst du doch mal machen. Mach dir doch mal Map Genie auf und guck dir alle Standorte von Lindwurmkristallen an, ob ich irgendwo welche einsammeln kann. 5 Stück brauche ich, ohne den Drachen auf dem Schlachtfeld besiegen zu müssen. Good to see you, Master. Da muss es doch noch eine Möglichkeit geben. Loose Skip wieder machen hier. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen you, I know this situation. Let me see. Pray make hate, make a clue. Though the political, I fear such a. At any rate, I will investigate only once we have bleed and ere it slips my mind. Queen Re. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your Majesty's claim. Ah ja, ich muss warten. Dachte gerade schon, hä? As you will, of course. There is much we ought to tend to. Or shall change. If your majesty has any... Very well. The coronation is to take place. Let's go. Jetzt ab nach Bagbatal. Biestrenmaske kaufen und Reisestein kaufen. Darf ich auf gar keinen Fall vergessen. We've the false sovereign. According to Regent, I imagine the chance is a tool. Alas, pray, allow me time. Never could I have imagined such an outcome. What manner of artifact is it? Auf gar keinen Fall darf ich das vergessen. There is much we ought to tend to. Regarding the matter of the sigil upon that, yet official dealing with such hindrance, few may pass with some coin. It ought guaranteed pass. You shall have to act the part. Zielkristall in Dingsbums ablegen. Wilde Furie. Mach ich das jetzt noch? Muss ich kämpfen? Eigentlich nicht. Ja, das habe ich echt verkackt. Also Wilde Furie, da habe ich auch wieder einen Bock geschossen. Das war wieder so dumm. Das hätte bei den Kämpfen wahrscheinlich nicht so viel ausgemacht, aber es hätte was ausgemacht. Naja. Und jetzt hoffen, dass ich gut nach... Also bitte kein Gegner. Und vor allem bitte kein Boss. Ich speichere auf jeden Fall vorher. Ich habe gar keinen Bock, das zu verkacken. I'll need to see some coin before I let you. Gegner, okay, aber bitte kein Boss. Bitte kein Boss. Habe dir Standorte schon mal im Discord geschickt, okay. Aber kannst du schon mal bitte entscheiden, ob es sich lohnt? Ob das geht, ob das irgendwie machbar ist, 5 Lindwurmkristalle zu bekommen, anstatt den Drachen zu besiegen? Der Erzweiger macht voll auf den Karren kaputt. Ich hab's vergessen. Was ein Ackermensch, aber ich bin so froh, dass ich gerade das Spiel geschillt habe. Ja.
Junge, das war echt viel. Ich glaube, das war's, oder? Nicht? Ich sehe keine Gegner mehr. Ah, da sind noch welche, okay. Schön. War kein Boss, das ist die Hauptsache, das ist egal. Das nehme ich mal mit in Kauf, das ist halt RNG, das muss halt, das gehört dazu, finde ich. Er ist aber nicht nochmal. Und da muss ich dann hin zum alten Schlacht. Ich muss ja eh dahin. Also es ist gar nicht so schlimm, dass ich den Drachen besiegen muss, aber geil ist es halt auch nicht. Ich bin jetzt so gespannt, ob das mit dem Knast funktioniert. Wenn das funktioniert, Leute, dann ist das so ein krasser Trick. Hope to see you again. Our packs are heavier and our purses far lighter. Have you come from the ancient battle in times past since a few days? Das gibt's nicht, ja. Ich laufe extra schon den Schleichweg, damit er mich nicht anquatscht. Er quatscht mich trotzdem an. Mann, bin ich gespannt, ob das jetzt klappt. Wenn das klappt, haben wir mal eben 45 Minuten gespart. Now there's a worthy prize. If only it weren't so far away. A merchant, eh? So, go on through. Okay, so nicht. Der muss das Tor vielleicht erst aufmachen. Hallo, hab ich verarscht? Muss ich durchgehen? Muss ich mich besiegen lassen oder wie läuft das? Damit ich festgenommen werde. Muss der mich killen? Wie läuft das? Wahrscheinlich, oder? Learning by doing, Leute. Hör auf, mich zu heilen. Ah ja, guck mal hier, festgenommen. Glaube ich. Bin ich jetzt direkt im Backportal? Boah, wenn ich jetzt im Backportal bin, ist das so huge. Ja! Ich weiß nicht mehr ganz genau, von wem der Tipp kam, aber Digga, ist das ein Tipp. Jetzt natürlich die Frage, wie komme ich aus dem scheiß Ding hier raus? Wie komme ich hier raus? Da hat er mir noch keine Hilfe gegeben. Ah ja, hier. Kerkerschlüssel. Und wo sind meine Klamotten? Wie viel Geld hast du? 23.000. Wo sind meine Klamotten? Wo sind meine Klamotten? Das ist schlecht. Also meine Klamotten und mein ganzes Zeug brauche ich natürlich wieder. Kriege ich das vielleicht automatisch wieder, wenn ich bei der Hauptquest bin? Muss raus, dann bekommst du die. Ah, einfach rausgehen. Einfach rausgehen, okay. Chillig. Leute, also wenn das nicht der Tipp des Jahrtausends war.
Das war der Tipp des Jahrtausends, ich sag es euch. Das hat so viel Zeit und Pain vor allen Dingen auch gespart, ne? Oh, Junge! Wie geil, Alter! Ah, das macht mich gerade ein bisschen happy, muss ich sagen. Das macht mich gerade ein bisschen happy. Ich muss aber jetzt trotzdem einmal durch die ganze Stadt latschen. Das ist doof, aber auch nicht so schlimm. Junge, ganz den ganzen Batal. Oh, Junge, ist das geil. Ihr versteht nicht, wie geil das ist. Also, wie sehr mich das freut. Du kannst 3 Stück bei der fahrenden Händlerin um Wermwort herum kaufen für je 5 Stück. Du kannst 3 Stück... Du kannst 3 Stück bei der erfahrenen Händlerin um Wermwurter rum kaufen für je 5 Stück. Okay. Es liegen mehrere im Drachenturm herum. Drachenturm ist viel zu weit weg. Gute Idee, aber nicht umsetzbar. Du kannst 3 Stück bei der erfahrenen Händlerin um Wermwurter rum kaufen für je 5k. Aber 3 reicht nicht, ich brauche 5. What does that make? Be at ease. Come. In der Klippenhöhle bei der Chimera. Oh, aren't you a fine specimen? You're the over cross path. Not only do they truly remarkable, thus might the opportunity to study the. I'll go and open the chest. Alter, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, Mann? Her Majesty, many are on. I know not what manner. I would be glad to offer a bargain more than fair. Glad I am to hear. Simply show it to one. They are harsh in. Ich weiß gar nicht, ob das hier mandatory ist, um ehrlich zu sein. Die Aufenthaltserlaubnis. Oder ob ich einfach zu Ambrosio gehe. Keine Ahnung. Auf dem Brunnen Melville liegen 2. Ja, die habe ich. Reisestein kaufen, Säbe. Sehr gut. Sehr gut, Säbe. Sehr, sehr gut. Gut gespielt. Reisestein kaufen. True, true, true. Ist doof, dass er mich danach vollquasselt, aber es ist halt so, ne? In der Höhle des Drachengeschmiedeten liegen welche. Kannst du mir noch ein bisschen sagen, wo die Höhlen jeweils sind und ob die leicht erreichbar sind? Weil ich bin da jetzt auch nicht... So, scheiße, da stehen die ganzen Typen. Ich kann mich hier nicht heilen. Ich muss, ne, da gehe ich nicht lang. An ox cart ought to make our journey easier. I would. Zum Drachenschmied musst du ja eh. Ja, 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 klar. Beim Drachenschmied ist klar, dann die 5 nehme ich ja immer mit. Also, ich habe die 10 vom Lindwurm. Ich habe einen Haveturm. Ich habe 2 Melve und 5 Drachenschmied. Also, das sind die, die ich sowieso habe. Darüber hinaus brauche ich nochmal 5. Und am besten, ohne gegen den Drachen kämpfen zu müssen. Es kann natürlich auch sein, dass ich einfach so gut bin, dass ich den Drachen jetzt einfach immer easy peasy kill. Das gibt ja auch Erfahrung, die mir letztendlich nicht mehr so viel bringt, aber ganz, ganz, also den kann ich ja auch machen und es ist kein Umweg, weil ich eh da lang muss. Aber ja.
Das mit den Lindwurmkristallen ist echt ein Problem, weil ich will den Drachen eigentlich nicht besiegen. Ich will den Drachen eigentlich nicht besiegen. Ich will gleich einen Reisestein nehmen zur Ruhestadt. Dann einen Reisestein nehmen zur Habe. Dann durch Habe wieder hierhin. Und das Schwert reparieren lassen. The sun has yet to set. We could rest here now, or press on a while longer. Who are you? I'm searching for blue. Check das immer noch nicht, ob der nur einen braucht oder mehr. Lol, der hat den einfach ins Wasser geschmissen. Well, have you found any blue crystal shards? Das ist verbuggt. Well, have you found? Is that all? Still, I expect I'll find it. Tis a god's sway. By refining such, however, small. Speaking of which, tis possible, mayhap one such as the. Das war übrigens Ambrosio. 48 Minuten schneller. Ach, als gestern. 48 Minuten schneller als gestern. Und es kommt nochmal ein Gigantus-Timeskip. Aber, Dix, aber in den 48 Minuten ist der Drache drin im Schlachtfeld. Das muss man also mit einberechnen. Der kommt dann sowieso nochmal on top. Es ist eine grievous thing, losing a companion. We must remember, you may be pitted against the dragon, the Godswift. However, it appeared his intent was to then go. Since times of El, remember, draconic blood flows through the vein. Then I bid ye fell. Ja, ich brauche 5 Lindwurmkristalle, Leute. Ich brauche 5 Lindwurmkristalle. Ich muss zum Orakel. Das habe ich ja ganz vergessen. Ich muss ja zum Orakel, lul. Ich wäre jetzt fast schon weggeportet. Aber ich muss ja erstmal zum Orakel. Na gut, fast vergessen. Ups. Zum Orakel. Jetzt braucht man ein bisschen RNG-Luck, dass der Wagen entweder nicht überfallen wird oder überfallen wird direkt vor dem Orakel. Beides wäre gut. Wenn 2 Melbe liegen und man 3 kaufen kann, passt ja, oder? Nein, ich brauche noch 5. Ich brauche noch 5 aus anderen Quellen. Und kaufen kommt auch eigentlich nicht so in Frage, weil ich habe jetzt nicht so unendlich viel Gold. Melva hat er schon. Ja, Melva habe ich. Beim Drachenschmied habe ich. Habe auf dem Turm habe ich. Und 10 vom Melve Drachen habe ich. Und insgesamt brauche ich 23. 8 für einen Pfeil, 15 für das Schwert. Mir fehlen 5 Kristalle, die ich irgendwo herbekommen will, ohne einen Drachen zu besiegen. Und den fahrenden Händlern um Wernwoth, da müsste ich dann immer auch genau wissen, wo der ist. Weil jedes Mal den suchen, ist halt auch keine Lösung. Mach einen Drachen, das wird schneller gehen. Ja. Wenn ich den Drachen halt schaffe, so easy peasy, ne? Im Prinzip sind 2 Ballister aufgeladen. So, wenn ich das hinkriege, easy. Wenn der aber wieder bei der Balliste kaputt macht, dann habe ich ein Problem. Ich kann versuchen, vorher zu speichern und dann einfach neu laden, sobald ich sehe, dass es irgendwie nicht machbar ist. Das ist möglich. Geil ist es aber auch nicht irgendwie. Am besten penne ich hier einmal, weil ich habe gar keinen Bock in Bagbartal so wenig Leben zu haben. Ist ein bisschen schlecht getimed wieder mit der Heilung, aber ist jetzt leider nicht anders machbar.
Ist ein kleiner Umweg. Scheiße, ich hätte einfach gerade ausgehen können. Ach, ich kacke aber. Das würde das Speedrun-Feeling kaputt machen. Was meinst du? Fancy look at my wares. The world's changing. I have no issue falling. Wenn ich den Drachen skippen würde. Es ist schon geil, den Drachen zu besiegen in dem Run hier. Ne? Es ist ja auch geil, da ich zur Sphinx gehe im Run. Also, ein Run bei mir muss natürlich immer schnell sein, das ist klar. Sonst wäre es ja kein Speedrun. Aber ich finde es auch cool, wenn so ein Run auch irgendwie was bietet, weißt du, am Mehrwert. Weil es ist ja sowieso schon viel von A nach B rennen. Da ist es schon ganz cool. Wenn man wenigstens ein bisschen was geboten bekommt, ne? Jetzt speichern, falls der Boss kommt. Speichern und laden, falls es nicht klappt, ja. Es ist schon ganz cool, dass man drei Drachen in Dragon's Dogma bekämpfen muss. In dem Run hier. Das ist schon ganz okay so. Und vielleicht gibt es irgendwo dann nochmal eine andere Strat, wo ich andere 5 Lymphon-Kristalle bekomme. Aber ich finde das so schon ganz okay. Ich bin bis Ruhestadt gekommen, krass, okay. Den ganzen Weg zurücklatschen ist nervig, aber besser als auch Kacke kämpfen. Ja, ich muss nochmal pennen, weil auf nachts hier langlaufen habe ich gar keinen Bock. Ohne Kämpfen durchkommen. Da wünsche ich mir einmal Kämpfe, zack, keine Kämpfe. Aber besser von Ruhestadt aus zurücklatschen, als komplett durch Bartal zu rennen, zum Orakel. Das ist von hier aus nicht allzu weit. Und das sind auch, glaube ich, nur 3, 4, 5 Mobs oder so. Plus ein Greif. Ja, ja, das ist schon ganz cool. Dass du in Dragon's Dogma selbst im Speedrun Drachen killen musst. Das passt schon, das passt schon. Wenn es nicht so wäre, könnte ich ja theoretisch jetzt schon durchrennen. Das war scheiße gespielt. Wenn ich hier querfeld einen runterspreng, komme ich viel schneller zum Orakel. Ist natürlich auch risky. Vielleicht. Könnte aber viel schneller sein. Wenn ich einfach querfeld ein zum Orakel renne. Komme ich so? Ja, ja, ich komme hier übers Wasser, ne? Das ist ja nur so eine kleine Pfütze. Querfeld ein ist besser, weil keine weniger Gegner. Ich sag weniger Gegner, bam, direkt Gegner hinter der nächsten Ecke.
dass sie einem einfach überall hin folgen, ne? Ich kann nicht mit der quatschen, weil die Gegner sind. Kriege ich auch irgendwann mal wieder Ausdauer oder in diesem Leben nicht mehr? Zoe. Jetzt Drache. Sphinx und Drache. Wie viel Leben habe ich? Full Life. Wie viele Vasallen habe ich? Ich brauche nämlich ein paar. Scheiße. Was er ist. Naja. Na, das hätten wir auf jeden Fall besser spielen können. Aber das ist wieder Verbesserungspotenzial, ne? Das kann man besser spielen. Ich brauche sowieso neue Vasallen, das passt dann schon, aber. Naja, mein Hauptvasall ist wieder am Start. Der ist Magier. Sehr gut, dann habe ich was zum Heilen. Und dann nehme ich. Ich weiß auch nicht. Irgendwas mit. Erzmagier ist nicht so geil. Einfach mal den hier mit. Den und noch einer, der umsonst ist, bitte. Den. Ich brauche die eigentlich auch nur, um die Balliste zu steuern. Für den Rest ist es eigentlich egal. Drache killen, Sphinx, ab zurück nach Bagvatal. Schwert. Nein, ich muss nach Habe, nicht nach Bagvatal. Nach Habe, stimmt. Nach der Sphinx nach Habe, dann durch Habe, durch. Und dann im Batal das Schwert reparieren, Gigantus One-Shot, Drache One-Shot, fertig. Boah, unter 2 Stunden wird echt haarig. 2,5 Stunden, das ist so meine, mein, ich muss hier rein, ist so mein, Ziel, 2,5 Stunden. Dann hätte ich schon einen richtig coolen Run, finde ich. 2,5 Stunden, komplettes Game durchspielen, finde ich cool. Das reicht mir. Alleine mit dem Batal-Skip komplett durch Batal durchzukommen, das ist schon so ein krasser Unterschied, da ich es fast gar nicht in Worte fassen kann, wie krass das ist. Wenn man überlegt, gestern bin ich da irgendwie 3 oder 4 Mal gestorben auf dem Weg dahin, auf der letzten Rille angekommen und jetzt einfach hingeportet. Unterschied wie Tag und Nacht. Ich weiß nicht ganz genau, wo ich speichern kann, muss, deswegen speichere ich mal hier. So, jetzt muss ich mich ultra beeilen. Ich werde die Skelette in der Burg auch ignorieren, hochrennen und den rechten Balliste, die rechte Balliste nehmen, weil bei der linken Balliste auch Oger sind, die mich nerven. Und dann ist es auch ein bisschen RNG und luckmäßig, wie schnell der Drache den Oger besiegt. Ich hoffe, dass er ihn natürlich nicht schnell besiegt. Lol, ich glaube, der hat mich gar nicht bemerkt. Ist das Luck oder...
Habe ich irgendwas gemacht? Der Drache hat mich gar nicht bemerkt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil ich den ersten Drachen schon besiegt habe. Ich weiß es nicht. Aber der hat mich gar nicht bemerkt. Glaube ich. Das sollten doch zwei Schüsse mit der Balliste jetzt möglich sein. Jetzt wird's nochmal spannend, Leute. Jetzt wird's nochmal spannend. Kommt bitte her, ich brauche euch. Kommt bitte zu mir und scheiß auf die Gegner. Ich hoffe, das klappt. Sag nicht, die Skelette sind hinterhergekommen. Da muss ich die Skelette vielleicht doch killen, wenn das so ist. So, der ist noch voll gegen den... Oh Gott, ich treffe den nicht. Der ist aber noch voll beim Oger, oder nicht? Wieso kommt der... Hätte ich einfach eine Millisekunde länger gewartet. Ja. Nein! Ach, der war noch voll geladen. Okay. Der macht einen Blitzschlag und dann ist gut. Aber der muss ein bisschen was weiter nach oben. Das ist scheiße so. Geh bitte, 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 bitte. Hoch. Ja, hoch. Lauf. Noch ein Stückchen. Nein, lauf ein Stückchen, Mann. Bitte. Scheiße, Mann! Da gehe ich einmal nicht zuerst zu dieser Balliste, sondern es ist die falsche Balliste. Aber der Oger lebt noch. Oh Mann, ist das nervig. Ich kacke gleich hin, Mann! Wenn es einmal schnell gehen muss, trifft er die Scheißleiter nicht. Und wo, was machen meine Vasallen eigentlich schon wieder? Checkt ihr das? Kann der mal bitte ein bisschen nach oben gehen? Das ist doch eine Scheiße, Mann. Soll ich neu starten? Wieso steht der denn hier? Ah, das ist wieder so typisch, dass ich so ein Glück habe, ne? Oh, 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 komm, bitte noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Wohin rennt der? Versteht ihr das? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie viel Zeit das gekostet hat letztendlich, aber Digga, bin ich happy.
Machen die mich fertig hier. Machen die mich fertig. Falsch, ich laufe hier nicht zurück. Ich muss also erst einmal runter zum Drachen wieder. Einmal runter zum Drachen. Sammeln und wieder hoch. Ist ein bisschen nervig, ne? Aber gut. Das, so ist es halt. Einmal hin und her gelatsche. Aber das ging relativ zügig. Das ging relativ zügig. Aber bitte kill mich jetzt nicht. Wenn der Urga mich jetzt killt, dann flipp ich aus. Safety Schild. Das lief doch besser als gedacht. Es könnte aber so viel besser laufen, ne? Es könnte so viel besser laufen, wenn der Drache nicht genau hier unten gekämpft hätte. Aber einmal angreifen, weglaufen, nochmal angreifen, das ist es. Also es ist, sieht sehr repetitiv aus. Es sieht so aus, könnte ich das wiederholen machen. Also wäre das hier... Als wäre das wiederholbar. Das sah nicht schlecht aus. Das sah auch nicht geil aus, das sah aber auch nicht schlecht aus. Jetzt ab zur Sphinx, dann ab nach Habe. Da habe ich zwar jetzt wieder ein bisschen Zeit verloren insgesamt, aber später bei Gigantus werde ich einfach eine halbe Stunde sparen. Das ist so geil. Abballern, los. Ich muss dann im Batal auf jeden Fall nochmal rein und auf Bogenschützen wechseln, weil ich ja diesmal nicht auf Kriegsmeister gehe. Hier ist keine Leiter. Hier ist keine Leiter. Die muss man runterlassen. Wie komme ich da hoch? Warte, ich hab's. Alles gut. Ich glaube, ich muss hier durch hoch. Und dann bin ich drin. Ja. Alles gut, alles gut. What fell magics have brought these decrepit bones to life? Wieso war denn bei mir letztens? Ach, weil das auf meinem Hauptaccount war, logisch. So, jetzt sind wir drin. Hier ist ein Oger. Hier werde ich einfach durchrennen, auch wenn da gleich Gegner kommen. 8 Minuten hatten wir gezählt, ne, von Ruhestadt aus. Hier der Weg sind so 5 Minuten, würde ich sagen. Water is nigh invisible in this gloom. Hier lang. Vor den renne ich einfach weg, weil sobald ich wieder in im Licht bin, sind die eh tot. Musste ich da rechts? Ich musste da rechts, oder war das nicht so? You are in need
mir den Weg doch extra gemerkt. Und sowas genau nicht passiert. Ja, da ist Ausgang. Sehr schön. Geister geht weg. Bekommen. Lass mich in Ruhe. Sehr schön. Gleich da. Ja, wo könnte ich ja noch Time Saves haben, um unter 2 Stunden zu kommen? Der Drache ist gar nicht so krass ein Umweg. Klar, das sind vielleicht 5 Minuten mit Bekämpfen und runter und hochrennen. Aber davon mal abgesehen, ist das jetzt nicht so dieser krasse Umweg mit dem Drachen. Tatsächlich, wenn der gut klappt und 2-mal abgeschossen wird, dann ist das echt gut machbar. Also nicht so ein krasses Problem. Wo kann ich denn noch krass Zeit einsparen, da ich unter 2 Stunden komme? Einen anderen Plan für Gigantus, aber sehe ich nicht. Sehe ich nicht passieren. Sehe ich nicht passieren. Sphinx. Life is an enigma, so grant to me what you most prize. So, do you consent to give it to me? Ich hoffe, ich habe das Richtige genommen. Da habe ich auch ein bisschen Angst. Well, well. Was war hinten in der Box nochmal? Ah ja, das dort duplizierte. Na ja, genau. That's the spirit. Such generosity deserves a... Ab nach Habe. It is good to be reunited. Habe durch Habe, Batal. Leute, es läuft. Das läuft richtig gut. Das läuft besser, als ich dachte. Hat die große Augen. Ah, gut. I've told you, but I never spoke of the man as he himself. Yet he taught. Alas, it sounds. I should know. Would that I come see me again if it. Moin, King. Moin, moin. At any rate, yon structure yet lies on the water. It is strange to think that it slumbered beneath the surface all this time. Indeed, I cannot but think its presence holds some significance for us. Mayhap 'twould behoove us to investigate Stormwind Cave. It appears aught has occurred there. Well, now. I'm not sure. You're soaked. Do try not to catch cold. Hier einfach durchrennen, das geht schon. Das geht schon. Ich habe am Ende eh den Aufzug, das heißt, da können die Gegner eh nicht mitkommen. Ich glaube, ich brauche die Reisesteine gar nicht mehr. Also die Reisesteine einsammeln kann ich mir auch sparen. Kann ich mir schenken. Ich werde hier keine Kisten mehr aufmachen, weil ich damit nichts anfangen kann.
Yes, in time and in why do you not? I am an Isbelheim. Guck mal, ich bin immer noch im Zeitvorsprung, obwohl ich bei der Sphinx war. Der Batal-Skip hat so viel gebracht. Boah, hat der viel gebracht. Und Gigantus gleich auch. Aber es wird so gut. Ich darf jetzt, wenn ich im Batal bin, muss ich auf jeden Fall zum Bogenschützen wechseln, weil sonst habe ich nochmal, habe ich verkackt. Ich muss zum Bogenschützen wechseln, sonst habe ich verkackt. Ganz dringend zum Bogenschützen wechseln. Ich denke mir mal, ey, wo geht's lang? Aber ich habe ja oben einfach eine Karte. Ich habe unten links einfach eine Karte. Jedes Mal suche ich den Ausgang. Ich kann einfach auf die Karte gucken. Ah ja, der Profi. Na, ah, das habe ich mir diesmal gemerkt. Heute nicht aus Versehen falsch laufen. Hey. Ey, umso öfter man das läuft hier, umso mehr lernt man da. Das sind halt auch diese kurzen, kleinen, knappen Time-Saves, ne? Die machen dann am Ende auch viel aus. Die machen dann letztendlich am Ende auch viel aus. Jetzt Labor. Da muss ich ja eh zurückrennen zur Parkbank. Dann wechsle ich auf Bogen. Also erstens Labor. Dann, wenn ich einen Tag warten muss, auf Bogenschützen gehen. Das ist dann auch nicht so ein krasser Time-Loss, weil ich da eh hinrennen muss. Das heißt, der Umweg kostet mich vielleicht 30 Sekunden. Hier Vögel. Oh ja, aufpassen. Aufpassen. Die können nochmal gefährlich werden. Moin, spielst du auf PS5? Yes. Moin, Bane, mein Bester. Wie läuft's? Es läuft 1A mit Sternchen. Also, ich habe wenig Fehler in diesem Run. Klar, so ein paar Kleinigkeiten hast du immer drin. Aber der Run läuft ultra gut. Und die Strat mit dem Verhängnis-Pfeil, den zu duplizieren, habe ich auch schon vollzogen. Das heißt, gleich Gigantus und auch, Drache wird abgeschossen. Also ich bin sehr, 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 sehr zufrieden. Ich bin schon jetzt auf den letzten Zügen. Es ist nur noch das Schwert reparieren. Es gibt einen kleinen Downer. Ich habe keine Möglichkeit, den zweiten Drachen zu skippen. Wir haben keinen Weg gefunden, 5 Lindwurm-Kristalle zu bekommen. Weil der erste Drache, den habe ich direkt First Try geschafft übrigens, gibt nur in Anführungsstrichen 10 Lindwurmkristalle und ich brauche ja 15. Also das ist ein bisschen ass. Aber davon abgesehen, das bedeutet, ich muss den zweiten Drachen nochmal wieder besiegen. Habe ich auch gemacht, ging relativ easy mit den beiden Ballisten. Aber, dix aber,
Ja, was ist das aber? Müssen wir kurz nachdenken, wie ich zum Labor komme. Hier war durch. Der Vogel, Mann. Guck mal, wie lang der einen verfolgt. Das ist zum Kotzen. Da müssen wir was machen. Das ist zu lang, wie du verfolgt wirst. Ist das Game nice? Yo, kann ich sehr empfehlen. Ich kann das Spiel sehr empfehlen. We could pick some now and use them when the need arises. If you must go off on your own, there's naught to be done. I only hope you'll return sooner rather than later. Now what we have at when the time comes. Ah, a new hand. This. But why do you possess all that matters? I must make haste, but wait, no. But, Lord Phasis, though I... Now, all the better if it happens. You've returned. Have you obtained any... You yet here? I shan't delay. Das gab 25.000 Gold. Scheiße. Kann ich damit auch irgendwas anfangen? Nee. Ich werde jetzt... auf Bogenschützen wechseln und pennen und dann Gigantos killen, dann Drachen killen, Leute. Oh, da wird jetzt nochmal so ein Huger. Ihr seht, 3 Stunden, ne, Gigantos. 3 Stunden, Gigantos, das wird einmal ganz doll auf 2 Stunden 10 oder so kommen. Ach, geil. Wie geil können so Timesaves sein? More, only a select few are granted entry. Do the people not question its existence? I should like to know more about it. Was macht das Game so cool? Also ich spiele jetzt gerade hier einen Speedrun, aber wenn du das Game normal spielst, in Anführungsstrichen normal, dann hast du halt diese Faszination von der schönen Welt, die komplett, also hinter jeder Ecke gibt es irgendwas zu entdecken und was zu finden. Das ganze Vasallensystem ist cool. Die verschiedenen Laufbahnen sind cool, die Kämpfe sind cool, die Quests sind cool. Es ist aber auch nicht zu groß, dass du überwältigt wirst von der Größe des Spiels. Also, es hat auch seine Probleme, aber overall ein echt gutes Game. Ich kann mich hier nicht gerade so krass konzentrieren auf, ich erkläre dir die Welt von... Ich kann mich gerade nicht so krass konzentrieren. Mann, ich kann mich gerade nicht so krass konzentrieren, weil ich mich hier auf den Run konzentrieren muss, damit ich nicht falsch laufe und so und alles richtig mache. Joe oder Skoppel, habe ich ein YouTube-Video gemacht dazu? Parkbank, scheiße. Habe ich nicht ein YouTube-Video dazu gemacht, wie über das Game, was ich gut und schlecht finde? Wenn nicht, müsste ich das mal noch machen. Ja, guck mal hier, Flocko hilft doch schon. Danke, Flocko. Ich hoffe, das war lang genug gepennt. Das war eine Nacht. Ich hoffe, das reicht. Ich bin jetzt schon im dritten Durchlauf und finde immer wieder was Neues. Ja, genau das ist es. Wirst du nicht bereuen? Ja, also Dragon's Dogma ist auch ein Spiel, was ich grundsätzlich jedem... RPG, also jedem Rollenspiel, AAA, Third Person, Enthusiasten, auch empfehlen würde. Mann, ich kann nicht sprechen und mich hier konzentrieren. Vielleicht kaufe ich es mir. Ja, mach das. 45 Euro für 100 Stunden Game Time. Ja, 100 Stunden mindestens, ne?
Okay, das hat gereicht. Schwert fertig. Und jetzt kommt der huge Timeskip. Den könnt ihr euch nicht. Nochmal 35.000, chillig. Jetzt, Leute. Jetzt geht's ab. Wie mache ich das? Ich. Ja. Ich werde Gigantos am Wasser schon abballern. Und dann war. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Kann ich schon durchrennen zum Dingsbums und der bleibt einfach stehen. Speaking charitably, it is an uncommon request. Do you intend to grant it? I can guide you to the vicinity of our destination, Master. Frage an die Profis. Wenn ich den Gigantus jetzt mit einem Pfeil abschieße, muss ich dann noch mit den Ballisten auf den draufschießen? Das hatte ich nämlich damals für die Trophäe gemacht, damit der stehen bleibt vor dem ersten Dorf. Muss ich den aber abschießen oder kann ich den quasi laufen lassen und ich renne schon mal zum Vulkan? Das würde nämlich mir Zeit sparen, den ganzen Weg zum Vulkan zu rennen. Hat der Skip mit dem Knast geklappt? Ja. Ja. Hat er. Komplett den Weg durch Bartal habe ich geskippt. So geil. Wirklich so geil. Ich brauche mal eure Hilfe, Leute. Hat in letzter Zeit... Bleibt der immer da stehen, der Gigantos? Oder muss ich den da... Muss ich da warten? Das ist noch mal eine wichtige Sache. Dass, wir müssen es ausprobieren, weil... Eigentlich würde ich am liebsten einfach durchrennen. Den mit dem Pfeil abschießen und durchrennen. Und dann einfach hoffen, dass er vor der ersten Siedlung stehen bleibt. Aber als ich damals die Platin gemacht habe mit OMG, hat er mir gesagt, schieß ihn mit dem Pfeil ab. Und dann musst du ihn noch dreimal ungefähr mit dem mit einer Balliste abschießen. Habe ich auch gemacht und dann ist er stehen geblieben. Ich weiß aber nicht, ob die Ballista mandatory war oder ob ich da stehen muss und das mandatory ist oder ob das einfach grundsätzlich so ist, wenn ich vor diesem Punkt alle Punkte kaputt gemacht habe, dass er dann da stehen bleibt. Ich glaube, ich werde einfach, um den optimalen Run hier zu schaffen, weil wenn es nicht so ist, dann ist eh kacke. Um den optimalen Run zu schaffen, werde ich ihn abschießen und einfach direkt zur Vulkaninsel durchrennen. Also zum zweiten Lager. Wenn das nicht so ist, dann ist es so. Das ist dann vielleicht später nochmal ein Punkt, wo man vielleicht nochmal Zeit sparen kann. Aber im optimalen Fall wäre es so, ich baller einen Pfeil drauf und renne direkt durch bis nach hinten zur Ausgrabungsstätte. Und bis ich dann da angekommen bin, ist Gigantus stehen geblieben und in die Knie gegangen. Ich habe mit ihm ein Race gemacht, ohne Fall, einfach voll durchgelaufen, gab dann auch einen Erfolg, alles ignoriert und durch. Ja, das Problem ist, der muss halt bis hinten durchrennen ohne Pfeil und das dauert halt eine halbe Stunde. Das ist ja der Grund, wieso ich das überhaupt mache mit dem Pfeil.
Hier sind ja überall keine Gegner, ne? Nee. Das soll ja easy machbar sein. Ich sage es euch, ich werde zur Ausgangsstätte durchrennen. Und dort warten. Und normalerweise jetzt, weil er komplett down ist, rennt er bis zur ersten Siedlung hier. Und bleibt dann hier bei der Brücke ungefähr stehen. Aber wie gesagt, als ich das gemacht habe damals, habe ich ihn nochmal hier, wurde mir gesagt, schieß den ein paar Mal mit der Balliste ab. Ob das mandatory ist oder nicht, weiß ich nicht. Soldiers have risen to meet it. Yet even by their dozens, they are surely powerless before it. I wager the entire country heard or felt what's happening here. Can we expect reinforcements? Ich werde einfach durchrennen. Das ist mein Plan. Und setze darauf, dass Gigantus jetzt, da ich ihn komplett schon gekillt habe, einfach da dann zusammensackt. Here's a ladder. Shall we see where it leads? After you, Arisen. Hier hört auf jeden Fall schon mal die Musik auf. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes Zeichen, aber die Musik ist weg. Aber man hört immer noch, wie er stampft. Ich habe auch keine Einschätzung dafür, wie lang er braucht. Also doch, es war eine halbe Stunde bis hier hinten hin. Das heißt, nicht bis hier hinten hin wird es wahrscheinlich höchstens 10 Minuten sein oder so. Gehe ich mal von aus. Wenn wir also bei... Weiß ich nicht, 2 Stunden 20 sind, wissen wir, ob es geklappt hat oder nicht. Ich hoffe einfach mal, dass es klappt. Es muss klappen. Das wäre halt die perfekte Strat so. Pfeil reindrücken und bis hier hinten hinrennen. Vielleicht muss ich auch da sein, damit die Cutscene kommt. Das kann auch sein. Ich komme hier gar nicht rein, okay. Komme ich nur von der Seite nicht rein? Ich werde es von der anderen Seite noch probieren. Vielleicht komme ich wirklich erst rein, wenn Gigantus down ist. Ich werde es auch von der anderen Seite probieren. Wenn das nicht geht, dann werde ich immer zurückrennen. Dann muss ich vielleicht doch warten, bis Gigantus down ist. Ah, ist wieder ein bisschen Learning hier, aber mit dem Pfeil, mit der Strat, sollte ich also 40 Minuten mal mindestens sparen. Jetzt hier noch. Vielleicht komme ich nur von der Seite rein. Gucken. Er läuft auf jeden Fall immer noch, ich höre es. It appears we found a ballista. Tis a glad thing we happened upon this. Die Frage ist halt wirklich, waren die Ballista wichtig oder nicht? Muss ich da sein, um die Cutscene zu sehen? Oder kommt die Cutscene immer? Das sind die Fragen. Ich finde es echt geil, dass du Speedrun machst und das selbst finden willst und nicht kopierst, was schon gibt. Ja, das ist ja langweilig. Ich mag das lieber, so einen Run mit dem Chat zusammenzustellen. Ein paar Alteingesessene kennen das schon, aber mir macht viel mehr Spaß, das selber herauszufinden mit dem Chat zusammen. Und wenn der Chat mir dann Input gibt und dieser Input ist quasi die Speedrun-Strat, die es schon gibt, dann nehme ich das auch an. Aber
Ich würde jetzt nicht, okay, es ist eh zu. Okay, das heißt, hier direkt hinrennen bringt nichts. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ist wieder ein Learning. Frage ist, könnte ich theoretisch hier stehen bleiben und warten? Bis er einsackt. Würde ja auch schon mal viel Zeit sparen. Es sind ja wahrscheinlich nur 2 Minuten der Weg hierhin. Aber trotzdem. Safe is safe. Gantus, ich kannte dich kaum. So, okay, er ist eingesackt. Ich habe die Trophäe bekommen, das bedeutet, das klappt. Der müsste jetzt eigentlich da hängen geblieben sein. Ich glaube, ich darf nicht zu weit weg sein. Aber jetzt sollte ich hier weiterkommen. Gigantus können wir abhaken. Ich weiß nicht, ob ich in der Range sein muss. Aber guck mal hier. Ich glaube, ich muss einfach so ein bisschen in der Range sein. Das heißt, da ist der Punkt, wo ich stehen bleibe, bis ich ein Level-Up bekomme. Ja. Unter 2,5 Stunden schaffe ich. Unter 2,5 Stunden schaffe ich. In meinem ersten Try mit der neuen Gigantostrat. Mit dem Bagbatal-Strat. Leute, so geil. So, so geil. Ist aber auch wieder ein Run, den hätte ich alleine auf jeden Fall nicht so hinbekommen. Der zweite Drache hat auch gut funktioniert. Also, ich bin overall sehr, sehr happy, muss ich sagen. Sehr, sehr happy. Mit dem Run hier. Da gibt es nur noch kleine Nuancen, die besser sein könnten. Andererseits gibt es halt auch vieles, was schlechter sein könnte. So gesehen ist das hier schon echt, echt solider Run geworden. Klar gibt's nochmal, gab es mal hier und da den Punkt, wo ich falsch gelaufen bin oder einen Umweg gelaufen bin oder nicht den kürzesten Weg genommen habe. Aber overall, wieso kann ich das eigentlich nicht überspringen? Overall bin ich ultra, ultra zufrieden. Viele, und das ist der dritte Tag, wo ich das mache, ne? Also, dass ich in vom ersten Mal 4 Stunden 40 Minuten, dann auf 3 Stunden 8 Minuten und dann auf unter 3 Stunden komme. Das ist einfach geil. Habe ich noch den Pfeil ausgerüstet? Jetzt auch wieder neue Strategie, rausgefunden gestern. Gestern eigentlich auch nur rausgefunden, weil ich einen Fehler gemacht habe. Durch einen Fehler eine neue Strategie rausgefunden, so gut. Einfach durch einen Fehler. Durch einen Fehler eine neue Strategie rausgefunden, das ist so nice. Kann ich ihn eigentlich schon hier abballern? Das wäre doch auch mal eine Idee. Bevor ich jetzt hier was falsch mache. Nicht ausgerüstet, ne?
Ja, normaler Schuss. Sehr gut. Das ist eine Sache, die finde ich jetzt Speedrun-mäßig doof, dass ich weiß nicht, wie lange das geht, 1 bis 2 Minuten warten muss, bis ich dann da bin, um ihn abzuschießen. Ich würde voll gerne mal ausprobieren, ob ich ihn auch, bevor ich ihn gerade abgeschossen habe auf dem Fuß, auch dort schon mit dem Pfeil abschießen könnte. Hat nicht bei jemand Lust, das auszuprobieren? Ja. Ja, es gibt noch ein paar Punkte, wo man Zeit sparen könnte, aber ich hatte auch echt Glück mit den Karren, ne? Also bei den Ochsenkarren nicht einmal einen Boss dabei gehabt. Ich glaube 2 oder 3 Mal eine komplette Fahrt gehabt ohne Gegner. Das war schon ultra lucky. Ich hatte auf den Wegen wenig Probleme mit einem Greif oder irgendwelchen random Elite-Gegnern. Ich bin nur einmal gestorben, das war dumm, weil ich runtergefallen bin, was letztendlich nur 2 Minuten oder so gekostet hat. Reisesteine gut eingesetzt, einmal von rechts vom namenlosen Dorf zurückgeportet und dann einmal von Harve zurückgeportet. Echt gut. Wisst ihr, was wir mal machen könnten? So ein Speedrun, Sekunde, ich muss mich konzentrieren. Ja, Mann! 2 Stunden 22. Nochmal 40, über 45 Minuten eingespart. Mit der Swing-Strat, mit der Bug-Bartal-Skip-Strat. Kein Kriegsmeister geholt. Reissteine genutzt. Was ich sagen wollte, was wir mal ausprobieren könnten, wäre mit so einem Level 18er jetzt sofort ins NG Plus gehen und sofort zum Drachenschmied gehen und die Laufbahn auszuwählen mit einem Medusa-Bogen und dann das Maximale rauszuholen mit dem Laufbahn Bonus. Ja, sehr cool. Junge, Junge, Junge. Medusa, dann ins Lager, klar. Wären Wot nochmal zwei Minuten gewartet, gespart. Dinas Plan. 22 Sekunden gespart. Melve, 22 Minuten gespart. Bis Alat eine Minute, da habe ich wieder ein bisschen was verloren. Und dann Bartal 8, und das ist der heftigste Timeskip überhaupt. Bartal 38 Minuten. Mit dem Bug-Bartal-Skip, das war crazy. Dafür habe ich natürlich dann später noch den Drachen gemacht, aber was hat der gedauert? 5, 6, 7, 8 Minuten oder so? Einfach die Sphinx mit dazwischen gehabt. Orakel, Sphinx, Drache hier. Gigantus, 5 Minuten. Alles einfach geil. Geiler One.